Ich habe zusammen mit dem Schriftsteller Martin Dien das Buch geschrieben, Der Sommer, in dem ich schwarz wurde. Es ist ein Buch über Rassismus, über meine eigenen Rassismuserfahrungen, über die Erfahrungen, die Martin Dien gemacht hat beim Thema Rassismus. Wir tauschen uns aus über die Erfahrungen, über unsere Meinungen. Und es ist eigentlich auch ein Gesprächsangebot an alle anderen. In dieses Buch fließen Rückmeldungen ein, die ich erhalten habe auf den Film. Es sind natürlich viel, viel, viel mehr Rückmeldungen, die ich erhalten habe. Es waren Hunderte, mehrere Hundert, wahrscheinlich gegen 1000 sogar. Und es brauchte ziemlich viel Zeit, um die alle abzuarbeiten und auch zu verarbeiten, weil es hatte alles dabei. Da waren sehr, sehr rassistische dabei, sehr viele verständnisvolle, unterstützende, fragende. Es gab andere POC-Persönlichkeiten, die bereits im Fernsehen moderiert haben, auch beim Schweizer Fernsehen sogar. Aber ich bin die Erste meines Wissens, die News moderiert. Ich finde, es braucht viel, 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 viel mehr Vielfalt noch in den Schweizer Redaktionen. Weil, wenn wir auf die Straße gehen, sehen wir, die Vielfalt, die ist da. Aber die ist leider noch nicht abgebildet in unseren Redaktionen. Und da braucht es sehr, sehr viel Arbeit. Und ich denke, es ist der richtige Moment, jetzt da etwas zu ändern. Ich bin überzeugt, dass es mir so ging, wie ganz, ganz vielen anderen auch. Es war Black Lives Matter. Das hat eigentlich alles so ins Rollen gebracht. Durch Black Lives Matter haben die Menschen angefangen, über das Thema Rassismus wieder vermehrt zu sprechen. Und irgendwann kam der Moment, an dem ich gedacht habe, ich habe vieles zu sagen zu diesem Thema und ich habe eigentlich ein Leben lang geschwiegen, weil es ein schwieriges Thema ist, finde ich, für mich ganz persönlich. Ich bin immer wieder auf sehr viel Unverständnis gestoßen und irgendwann hatte ich die Strategie, mir selbst zu sagen, lass es bleiben, vergiss es einfach. Und durch Black Lives Matter kam sehr, sehr viel wieder hoch und da habe ich den Entschluss gefasst, dass ich aufhören muss zu schweigen. Martin Dien und ich stellen unser Buch vor am Dienstag, 14. September im Bierhöberli in Bern. Und am 15. September im Kosmos in Zürich unbedingt vorbeikommen.